Guten Morgen, Welt, hier bei Manuela. Du hast den Sound noch was. Stimmt, leiser gemacht. Ah. Herzlich willkommen bei. Es flimmert. Es leckt, es flimmert, der Fernseher spinnt. Oder so. Herzlich willkommen zurück bei Part 23. So, wir haben es beschlossen, heute jetzt mal ein bisschen schneller zu machen hier die ganze Chose. Wir haben erst. Das war ein Uhr. Wir sind über 2 auf 50. Ja, da können wir noch 5 Parts machen. Weil wir durch. Schau mal, ja, da mache ich das so am besten. Dann sind wir schon mal weg. Schau mal, das läuft ja hier wie ein Kiki. Ja, Leute, trägt das mal. Du hast ja gesagt, wir wollen ein bisschen schneller machen, dann machen wir es auch ein bisschen schneller. Ja, ja. Brauchst du immer so lange? Ich brauche meine Zeit. Wegen wen haben wir davor so lange gebraucht? Ja, das war halt super. Oh, ich hab's. Wow. Nicht geschafft. Au. Nicht geschafft. Das ist hässlich. Ich liebe das. Ich hasse es. Ich hasse euch alle. Das war der Fall. Ja, war schon der Richtige. Oh, ja. Du sei ein gemein. So, das Ding hier nochmal hier einen. Jetzt habe ich voll in die falsche Richtung gezimmert. Es ist echt so hoch für mich. Wir wollen hier schneller gescheit jetzt durch. Ja. Tun wir auch. Ja, angeblich. Tun wir auch. Ja, angeblich. Brauchst du einfach viel zu lang. So, hier. Zack, die Bohne. Zack, die Bohne. Echt jetzt? Diesmal habe ich sogar alle Kristalle mitgenommen, weil ich es kann. Okay. Ich hasse diese Kameraeinstellung einfach. Nee, da springe ich nie mit, oder? Oh. Wer fliegt denn da eigentlich geradeaus? Was? Der fliegt doch niemand geradeaus. Oh, Falle. Also eins muss man dir schon lassen. Du spielst blind fast besser als mit Augen. Ich geb dir gleich. Ja, es ist halt so. Es ist so. Ist dann irgendwo Teile wieder da. Nee, da oben. Schau da rum, ich weiß alles besser. Boah! Boah! Ich war erst so geil drauf, dass ich ausgewichen bin und dann. Das ist so geil, ja. Also wir haben heute an diesem dritten Aufnahmesession-Tag sehr sexistischen Hintergrund. Ah, oh, der wäre. Perverse Gedanken. Das ist aber nur du. Du denkst, dass du so pervers. Ich. Geht ab, ne? Mit 20 nein. Jahren. Ja, du. Oh Mann. Hier entlang. Naja, da will ich auch. Hier entlang. Ist gar nichts. Aber wenn was gewesen wäre, hättest du es jetzt bereut. Nein. Boah. Den. Ich sag nix. Na, geht grad schlecht. Alter, geil. Wir haben den Ernte. Sonnensteine von besiegten Gegnern sammeln. Das ist gut. Na warum? Du verwendest sie eigentlich so viel zu selten. Ja, aber dann werde ich sie öfter nehmen. Das lädt sich ja hier auf wie ein. Kann ich den?
trotzdem nicht ins Blut. Das Luftschiff fliegt direkt zur Trogdo-Mine. Victor vergeudet wirklich keine Zeit. Interessant. In ein paar Minuten werden wir über Gandahars Gebiet sein. In der Nähe der Fabrik? Nein. Ziemlich weit davon entfernt. Außer ich mache das hier. Haben Sie jetzt vor, Charlotte zu retten? Wir müssen den Schlüssel holen, sonst könnte es böse enden. Ja, natürlich. Ich finde es immer gut, dass wir einen Stratege haben und einen Deppen. Und der Deppen schnallt halt nie, was der Stratege macht. Nach Ihnen, Doc. 12.3. Der Depp ist gerade in der Karte geblieben. Der war doch klug, oder? Halt! Ich kann auch nicht über so ein dreckiges Geländer springen. Ja, das mag ich mich auch. Und du machst das. Ich kann. Hände zerstören. Aha. Fällt runter, sehr gut. Aki, du bist auf jeden Fall saugeil. So. Ja. Ja. Die Button-Sache. Fragil, Vampir. Vampir ist chilliger. Oh. Tut mir leid, ich ging jetzt nach der Seltenheit. Wenn du nach Seltenheit gehst, kriegst du nie was voll. Das könnte stimmen. Da musste ich jetzt erst nachdenken. Nachdenken. Das ist sind wir die Überbezahlten hier dahinter? Ja, der Roboter ist das. Ist Cooldown. Was hat er jetzt gerade gemacht? Hitler groß? Also, siehst du, ich bin zu versaut. Hitler ist versaut. Alter, was? Ja, es hängt halt. Aber diesmal nicht in der Aufnahme. Siehst du? Nicht in der Aufnahme. Das ist Aufnahme. Das musst du erst noch beweisen. Ich bin mir doch gar nicht sicher. Bis du nach Hause fährst, schneide ich das erste Video. Du musst mir diesmal packen, heute ich. Will ich. Du kommst dazu nicht. Die Tür ist eh zugesperrt, du kommst eh nicht raus. Die Tür ist gerade aufgegangen. Jetzt sag mal Victor deine Meinung. Wir haben uns jetzt durchs ganze Schiff gekämpft. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Und da ist er. Und da ist auch Victor. Legen wir los. Sieht halt gar nicht nach Falle aus, gell? Kein bisschen. Schnapsi euch, normalerweise jeder Bösewicht. Komm, Schnapsi dir. Ich kenne die Gefahr. Okay, und zu verstehen, was es diese Macht verleiht. Keine Parade, die haben wir gehabt. Komm nicht raus. Ja, bleib stecken. Kennen wir das Gefühl? In der Tür stecken zum. Logo, jedes Mal. Da ist eine Tür. Kennst du mich ja? Das ist eine Tür. Doch, natürlich, ich sehe sie doch blind. Aha, mach mal die Augen zu. Da! Gib dir 2 Sekunden und ich gehe rein. Geil, den nehme ich. Wollte man die ganze Zeit haben. Jetzt haben wir ihn jetzt wollen. Immer. Zeit. Geheimraum. Geil. Wahrscheinlich haben wir jetzt gar keinen Geheimraum. Das funktioniert. Die anderen Teile funktionieren jetzt nicht so unbedingt. Wir sind zu breit, gell? Ein Wunder, dass er sie nicht kleiner gemacht hat. Wäre auch eine Option gewesen. Da wären Dinger stecken geblieben. Man kann ich echt sagen, zum Glück bist du da. So, mein lieber Victor. Noch nicht. Hey, hey, Victor. Hey, Victor. Umweltschirm. Too late. Scheiße. Der war aber wirklich spät. Hoch und staunen. Auch eine Stange. Eine Falle! Richtig erkannt!
Katrina ist tot. Und das nur wegen eurer belanglosen Einmischung. Und jetzt seid ihr dran. Es ist nicht zu spät, Victor. Wir können es beenden, bevor das alles komplett außer Kontrolle gerät. Niemand sonst muss noch sterben. Es reicht. Irgendwann sterben wir alle mal. Wäre Katrina bei der Verwirklichung unseres Traums gestorben, sie hätte ihren Tod sogar begrüßt. Aber so starb sie vergebens. Wie sie jetzt auch. Adieu, Doktor. Tschüss. Wo guckt ihr jetzt eigentlich hin? Es geht um die Grund... Nee. Ums Prinzip, sowas. Achso. Das ist so chillig, sein, so zu schweben. Aber dann... Der Teufel. Dieser kaputt. Also diese Weitsicht ist schon... Dass er wirklich denkt, dass es die jetzt unbedingt packen muss. Und dann funktionieren die trotzdem, obwohl das schon so zapfen und rauchen und... Blitzen. Ja. Und er... Harte Land. Was war das? Hab's nicht gelesen. Das ist die Fabrik. That's the point. Tagesmarsch, dann sind wir da. Klar. Das war ein Schiff. Beschreibung, unser Kopf ist so Schwachsinn. Respekt. Nur einen alten, fetten Doktor da. Vor allem, er hat einen Justo gehauen. Doktor, du bist hier. Hab's versprochen. Darf ich kurz vorstellen? Das hier ist mein Assistent Lucas. Hallo, ich habe schon Doc. Viel von Ihnen gehört. Das ist Mac. Wir hatten neulich zu viel zu tun, um richtig Hallo zu sagen. Sehr erfreut. Meine Liebe, wir haben es leider sehr eilig. Aber die Welt könnte enden, wenn wir nicht schnell zur Trockdomine gelangen. Sind noch irgendwo intakte Luftschiffe übrig geblieben? Wie wäre es hiermit? Das war mein letztes Projekt für Gandahar, bevor ich erfuhr, was er in Wahrheit vorhatte. Das ist brillant! Und erst die Waffen. Yeah! Können wir gut gebrauchen. Aber Doktor, es gibt ein Problem. Die ja, dafür sind ja wir da. Ich habe keine Relikte, um den Motor zu starten. Das dürfte kein so großes Problem sein. Wenn er jetzt Nein sagen will... Wärst du so freundlich? Ich will aber nicht. Nee, er sagt... Homebuild. Wie kam er jetzt so schnell da rein? Sehnesprung. Ich kam sie doch so schnell in die Fabrik rein. Wie ist es so schnell dunkel geworden? Genau. Moment. Ist. Die zerrütteten Lande. Ohne Schlüssel geht er rein. Mann. Mit Schlüssel ist er da. Merke es. Und auf einmal. Wo kam das Relikt? In der Mitte? Es war nicht da. Ein Schlüssel auf dem Kopf, warte. Ganz am Kopf. Da will ich nochmal zurückspulen. Da waren wir eh schon hinter drin. Hinter der Tür einfach nur das große Auge. Du wusstest, Necke die ganze Zeit schon das Geheimnis. What the fuck? Heiß. Rot ist schlecht. Der Narr hat es getan! Viel bringt es doch nicht, oder? Für Relikte kann das ja nicht sammeln, das Auge von dort. Ja, aber die Mannen gehen jetzt weg und dann geht's ab. Nein, ich hasse diese Teile. Nick, spring ab. Mach die Kennt ihr doch gar nicht. Ja, aber ihre Brüder kenne ich. Aha. Ich hab sie ja zerstört. Ich wollte schon sagen, erzeugt. Wir müssen ja auch wirklich alles, oder? Was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ah! Kommt der Große. Jetzt müsste eigentlich so ein Kommentar kommen. Sieht scheiße aus für uns. Freudig.
Ernüchternd. Alles geplant. Oh, nur abwärts. Aber ich würde sagen, das wäre jetzt ein guter Partner, können wir noch so richtig zum Ende durchstarten, oder? Das würde es bis zum Ende durchstarten schaffen. Im nächsten Part. Im nächsten Part. Bis dann. Guten Abend, Welt.